Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sheltered, ein Survival Game. Und viele haben jetzt wahrscheinlich ein anderes Spiel erwartet, nämlich eigentlich Memoria, weil ich hatte angekündigt, dass ich Memoria als nächstes Let's Playen werde. Leider hatte ich sehr viele Probleme mit dem Spiel, was ich sehr schade finde. Und ich konnte das nicht spielen, mir ist das sofort nach der ersten Videosequenz abgestürzt. Wenn ich es aufgenommen habe, sind noch andere Dinge passiert und deswegen dachte ich, ich werde Memoria erstmal hinten anstellen. Und durch eine Spende wurde es mir ermöglicht, jetzt aber auch noch ein anderes Spiel zu kaufen. Und zwar Sheltered. Darauf hatte ich jetzt mal Lust, weil ich habe es bei Gronkh gesehen im Stream und hatte irgendwie Lust drauf, das jetzt auch mal auszuprobieren. Also wir legen los. Ich habe hier schon mal kurz angetestet. Ich nehme aber jetzt natürlich den leeren Platz. Und wir können hier uns jetzt eine Familie erstellen. Wir fangen an mit der Mutter. Und können einfach mal so ein bisschen zufällig was zusammenstellen. Machen wir sie vielleicht ein bisschen heller und die Haarfarbe, keine Ahnung, passt schon so. Kopftyp, hochgesteckte Haare, ganz zottelig offen. Das sieht ein bisschen omahaft aus. Das ist ja total wichtig jetzt hier, was sie für eine Frisur hat. Kann mich nicht entscheiden. Körpertyp bestimmt hier mehr so, dass sie anhat. Und die Beine. Die Spargelbeine. Das ist mit Shorts und ich kann ja eigentlich auch noch die Farbe ändern. Finde ich schon mal ganz gut so. Dann Merkmale, sparsam, hygienisch, kleiner Appetit, mutig, tiefer Schlaf, proaktiv, geschickt. Ich habe keine Ahnung, wie sich Merkmale auswirken. Sehen wir dann. Ich glaube, diese Attribute, da wirken sich eher auf irgendwas aus. Sagen wir doch mal hygienisch. Und dann haben wir hier rechts dann... Ja, ich nehme mal sportlich. Charisma 3, Wahrnehmung 2, Geschicklichkeit 9, Stärke 4, Intelligenz 2. Warum nicht? Und ich brauche einen Namen für die Dame. Ich hatte ja eben schon mal eine Testfamilie erstellt. Wie hatte ich sie denn da genannt? Gedächtnis, Gedächtnis. Pauline. Ich glaube, so war das. Nächstes Elternteil. Oh Gott, ja. Da. Gib mir was anderes, zufällig. Yeah. Aber bitte ein Oberteil anziehen. Warte, Farbe gibt's nicht. Körpertyp, Moment. Ja, so ein, genau. So ein leicht verlottert irgendwie. Hemd hängt raus. Bist du es? Merkmale. Kleiner Appetit, mutig, tiefer Schlaf, proaktiv, geschickt. Du siehst mir nach einem optimistischen Kerl aus. Und du bist verstört, stärkt sich was. ein Straßenkind. Wahrnehmung 9, Intelligenz 5. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und wir brauchen auch einen neuen Namen für dich. Ich nehme jetzt mal Dominik. Alles spontan zusammengestellt. Ein Kind. Ja, das finde ich schon mal ganz gut. Haarfarbe. Mutter hat jetzt schwarz. Jetzt haben beide so schwarze Haare. Das ist irgendwie voll langweilig auch. Wir müssen mal bei der Mutter eine andere Haarfarbe nehmen. Dann können wir bei den Kindern auch so ein bisschen flexibler sein. Und
War voll die gelbe Hautfarbe. Nichts gegen gelbe Menschen, aber... Gelbe Menschen. Die Abschreitung. Ganz dunkel. Da sehe ich deine Haare nicht mehr. Oberteil, Farbe, Körpertyp. Komischerweise bei Mädchen gibt es hier keine Auswahl. Bei Jungs gleich sehen wir, gibt es. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Fand ich komisch. Wir können nur die Oberteilfarbe ändern. Was bist du denn? Sparsam? Vielleicht kleiner Appetit? So ein Mädchen hat nicht so viel. Eine kleine Klugscheißerin. Und Christine. Ja, Christine, unsere Klugscheißerin. Nehmen wir das doch. Jetzt brauchen wir noch einen Jungen. Wir haben jetzt voll die Standardfamilie ausnahmsweise mal. Der Abwechslung wegen. Hyperaktiv finde ich gut. Hyperaktiv nehmen wir gleich mal. Ich wollte aber eigentlich einen Jungen haben. Körpertyp, hast irgendwie so ein, genau so ein Hoodie auch an. Shorts, ein bisschen verlottert. Das passt doch. Haarfarbe. Kommt vielleicht ein bisschen mehr nach dem Vater. Dunkle Haare und hyperaktiv, mutig, passt da doch eigentlich auch ganz gut zu. Ja gut, der Vater heißt schon Dominik. Nochmal was mit D wäre jetzt blöd. Wie nennen wir dich denn dann? Sag mir, wie du heißen möchtest. Stefan. So, das ist unsere nette Familie. Wir können uns auch noch ein Haustier dazu aussuchen. Ich werde mal gerade einen zufälligen Nachnamen generieren. Familie Walters. Familie Foster. Haustier heißt Kiwi. Kiwi die Katze. Die Katze Kiwi? Ich will da was anderes. Pouncelot. Weiß ich was, so schreibt man das so? Egal. Dann, wenn es falsch geschrieben ist, peinlich und es hat dann eins der Kinder, hat das so benannt. Okay, unsere Familie ist fertig. Weiter geht's. Und... Ach was, überspringen wir das Tutorial. Ob das eine gute Idee war, werden wir sehen. Tipp, erledige deine Feinde im Kampf mit einem Rohr. Wie mein? Tag 1. Regen an der Oberfläche. Ich glaube, wir haben, das heißt, wir haben 8 Benzin, 20 Wasser, 10 Essen. Okay, das ist unser Schutzraum. Das ist die Luke zum Schutzraum. Das ist unser Sauerstofffilter. So, dann schauen wir mal ein bisschen hier rum. Da hängen sie jetzt alle ab. Ich habe nicht gesehen, dass Mädchen und Mutter dieselbe Farbe haben. Ist egal. Die Katze schläft. So, ja, das passt ja. Hier blinkt irgendwas. Guck mal da rein. Ups, ich weiß noch nicht, wie man ansehen. Tag 1. Super übersetzt. Zeitschrift. Das soll ein Tagebuch sein. Journal. Journal auf Englisch ist ja eigentlich ne Tagebuch. Ignorieren wir das. Tag 1. Wir lieben. Wir sind weniger, doch gemeinsam sind wir stark. Dies sind die Mitglieder unserer Familie. Paulina, Dominik, Christine und Stefan. Stefan und Katze Pouncelot. Es war großes Glück, dass wir diesen verlassenen Kriegsschutzraum gefunden haben. Er hat wohl schon bessere Zeiten gesehen. Wenn wir etwas zupacken, können wir ihn wieder auf Vordermann bringen. Punkt. Alles ist besser als der Ort, vor dem wir gekommen sind. Von dem wir gekommen sind. So, wir haben eine Karte, wir haben einen Radiosender, einen Geigerzähler, ein Notizbrett. Was steht denn an dem Notizbrett dran? Generator, 72%, Sauerstofffilter, 70%, Wasserfilter, 62%. Langweilt ihr euch schon, meine Lieben? Ich gebe euch gleich irgendwas zu tun.
Das sind die Schutzraumanzüge, genau. Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie schauen, was wir alles haben. Das ist unsere Vorratskammer. Ich laufe jetzt die ganze Zeit mit Pauline durch die Gegend. Lager öffnen. Hier werden gesammelte Objekte gelagert. Du kannst zusätzlich einen Lagerplatz schaffen, indem du mehr Kartons fertigst. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben mehrere Benzinkanister, Klebeband, Holz, Metall, Nagel, Wolle, Feder, Rohr, Ventil, Nylon, Antistrahlentabletten, Sicherungen und so weiter. Kunststoff, dazu brauche ich einen Gummi. Also, wir haben einen Arzneischrank und einen Generator. Wer ist denn nochmal der Intelligente von euch? Oh, du bist müde. Und du bist schmutzig. Oh Gott, ich muss mir mal angucken, was ihr alles braucht. Das ist die Pauline. Ist die Pauline, ist unser Klugscheißer. Und der Dominik. Ich hab schon wieder die ganzen Statistiken vergessen, was die können. Intelligenz 5. Intelligenz 1. Nee, den Steffen lassen wir nichts machen. Ich wollte euch jetzt auf die... anscheinend haben wir die richtigen Teile, um ein System zu verbessern. Sagst du. Du bist meine Klugscheißerin. Ich weiß schon, warum du das sagst. Okay, du willst irgendein System verbessern. Vielleicht den Generator. Geh mal dahin. Reparieren. Und wir haben hier auch noch so ein unteres... eine Werkbank. Geh du mal dahin. Guck dir mal die Werkbank an. Die Katze pennt da unten. Aufrüsten, Objekt fertigen, Schutzraum umgestalten. Okay. Hier kannst du Einrichtungsgegenstände für deinen Schutzraum und Waffen und Fallen zum Fangen von Tieren fertigen. Okay, und jedes, alles, was man fertigen kann, hat verschiedene Level. Das habe ich schon mal gesehen. Und ich glaube, ich möchte am Anfang... brauchen wir sowas wie einen Eimer als Toilette. Das sollten wir auf jeden Fall herstellen. Ein Schlafsack, genau. Die ersten sind nämlich auch schon müde. Okay, dann machen wir das mal. Stell mal... okay, Schlafsack. Ja, und tun wir einfach mal hier hin. Und haben wir richtige Teile? Ja, ihr habt da dauernd richtige Teile. Wie sieht's denn bei dir aus? Sie ist noch am Reparieren. Ich glaube, die Leute, die gute Wahrnehmung haben, sollten nachher rausgehen und erkunden. Oder so. Was hat der Junge nochmal? Kann der irgendwas? Geschicklichkeit. Dann lassen wir mal den Jungen hier vielleicht ein bisschen werkeln. Objekt fertigen. Eine Toilette bitte. Toilette in Anführungszeichen. Packen wir genau neben die Lebensmittellasten ein. Objekt platzieren, linke Maus, Platzierung abbrechen. Ich würde gern, aber wir stellen ihn jetzt gerade mal hier hin. Interessant, dass sie das jetzt macht. Ich kann doch auch noch ein bisschen umdekorieren. Ich glaube, wir brauchen auch sehr bald einen neuen Raum. Es wird alles sonst ein bisschen eng hier. Was brauchen wir noch? Bei Gelegenheit eine Dusche. Warte mal, ich werde jetzt erstmal gucken. Schutzraum umgestalten, genau. Ich werde es mir gerade wieder zumachen. Lass mich mal überlegen. Dass wir, also hier hinten haben wir so unseren Generator, unser Regenfass, das ist schon ganz gut. Kann ich das hier? Das kann ich. Das Medizinschränkchen, das räume ich auch mal hier vorne hin.
Und das ist unser Lager. Dann kommt nicht unser Klo mehr so da hinten. Tag 2 sind wir schon. Okay. Da hat jemand Durst. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Bestätigen Leertaste. Okay, Stefan hat Durst. Wasser trinken. Wie viel Wasser habe ich jetzt noch? 30 von 30. Nicht kontaminiert, das heißt, unser Filter ist noch in Ordnung. Und die Pauline, die Christine, die ist müde. Schlafen. Oh, die Mutter ist auch müde. Die Mutter muss warten. Ich glaube, wir können noch... Früher oder später brauchen wir, glaube ich, noch so einen Mop, um alles sauber zu halten. Und auf jeden Fall eine Dusche. Mach mal eine Dusche. Ich bin erschöpft. Ich weiß, du bist erschöpft. Es tut mir leid. Und dein Mann ist dreckig. Er kann nämlich gerade mir hier nochmal gucken, aufrüsten. Haben wir da schon genug? Du kannst die Effizienz deines Schutzraumes erhöhen, indem du den Sauerstofffilter, den Generator und den Wasserfilter verbesserst. Also die drei Dinge hier. Kapazität. Okay. Erhöhe die Kraftstoffmenge, die im Generator gespeichert werden kann. Erhöhe die Haltbarkeit des Generators um 10%, wodurch er sich langsamer abnutzt. Das finde ich irgendwie wichtiger erstmal. Mach mal das. Und du könntest doch hier mal irgendwie aufrüsten. Halt, stopp. Nein, nicht deaktivieren. Junge, halt, halt. Anzug nehmen. Huh, ich glaube, die dürfen nämlich nicht ohne Anzug und sowas raus. Schutzanzug. Huch, da oben läuft jemand. Die Maria. Ob die jetzt zu uns kommt? Oh, tatsächlich. Mama, Papa, da ist wer. Jemand ist an der Tür. Es könnte ein Händler mit nützlichen Waren sein. Kommuniziere mit dem Händler über die Sprechanlage. Ja, das Kind macht das jetzt. Hey. Ehe es euch ja ziemlich gut gehen. Du kannst schon nicht mehr reden, okay. Ihr habt wahrscheinlich ein großes Lager randvoll mit Vorräten. Ich bin mir sicher, dass wir ins Geschäft kommen können, doch meine Waren sind nicht gerade günstig. Wir gucken mal, was ihr habt. Du kannst mit Leuten handeln, wenn sie zu deinem Schutzraum kommen oder wenn du sie beim Erkunden triffst. Bärenobjekte, meine Objekte, Essen und sowas werden wir auf jeden Fall behalten. Was hat sie denn? Sie hat Leder. Da können wir Sachen draus herstellen. Draht, Seil und Feuerzeug. Leder haben wir, glaube ich, noch nicht. Wie viel kostet das denn? 16. Ich weiß nicht, wie viel ist Wolle. Wolle ist nicht so viel. Eine Sicherung, Kunststoff. Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können. Aber da zu viel verkaufen müssten für. Ich glaube, ich will erstmal noch ein bisschen bei uns gucken, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir lassen das erstmal. Wir lassen das mit dem Handeln erstmal. Ach, jetzt musst du aufs Klo. Kannst du vorher noch den Sauerstofffilter machen, wo du jetzt schon... Das natürlich hat gerade diesen Anzug angezogen. Ich mach das falsch mit den Türen. Ich muss erst einen schließen. Kaum mit den Anzug angezogen, muss er natürlich aufs Klo. Das war so klar. So, jetzt kannst du mal hier aufrüsten vielleicht. Ach, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Erhöhe die Geschwindigkeit. Erhöhe die Haltbarkeit. Erhöhe den Widerstand. Machen wir erstmal das da.
Erhöht den Widerstand. Okay, ich hoffe, das klappt jetzt. Wie sieht's bei euch aus? Warst du nicht dreckig oder sowas? Und du hast Durst. Dann geh mal duschen. Und hat das Kind bald ausgeschlafen? Ich weiß nicht, ob ich sie anklicken kann, wenn sie da pennt. Ja, doch. Ja, da können wir die Mutter gleich schlafen schicken. Und das war... Ach, das war der Wasserfilter. Das ist der Sauerstofffilter, glaube ich. Okay, haben wir noch einen Strahlenschutzanzug? Haben wir. Dann geh du mal an diesen Wasserfilter. Jetzt mache ich das mit den Türen richtig. Gar nicht wissen, wie viel Strahlung ich schon reingelassen habe. Ich erstmal reparieren. Integrität bei 42. Klingt nicht so gut. Oh, das können wir alles nicht verbessern. Wir haben nichts mehr. Ach, shit. Okay, aber dann kann sie wenigstens mal reparieren. Generator sieht, glaube ich, gut aus. Du hast Durst. Haben wir noch Wasser? Mit Wasser wird's... nicht so gut. Du auch Wasser? Er hat auch geduscht, deswegen wahrscheinlich. Was macht denn der Junge? Ist der fertig? Der ist gleich fertig. Jetzt wollen sie alle schlafen. Irr, irgendwie liegt Dreck neben dem Schlafsack. Können wir vielleicht noch einen Schlafsack machen? Kann ich euch stapeln? Nein. Ich glaube, die Katze hat gerade gemaunzt. Kann ich das auch abbrechen? Platzierung auch abbrechen. Okay, du willst wieder rein. Mädel, du bleibst, wo du bist. Hab gerade den Falschen angeklickt. Shit. Pauline. Christine, ich verwechsel euch beide immer. Bleib, wo du bist. So, jetzt kannst du deinen Anzug zurückgeben. Ja, der Vater kann jetzt zumindest mal schlafen gehen. Und du wolltest, glaube ich, aufs Klo. So, und jetzt wollte ich mal gucken, wie macht man denn einen neuen Raum? Schutzraumzimmer, genau. Kann sie nicht, oder muss sie... Gehst du mal da runter, bitte? Ist eigentlich die Mutter. Steht da oben gelangweilt rum. Fahrzeug überprüfen. Der mit Benzin betriebene Wohnwagen kann für einige für einen schnellen Fortbewegungen auf Expeditionen eingesetzt werden. Muss aber noch ganz viel. Ja, okay, dann kann man irgendwann mal. Reparier das mal gerade noch. Hat sie das jetzt eigentlich repariert? Sieht schlecht aus irgendwie. Oh Gott, ich bin, glaube ich, echt übel in dem Spiel. Aber ich muss mich erstmal einspielen. Ich habe das jetzt auch noch nie selbst gespielt. Der Junge ist, glaube ich, gleich auf dem Klo eingepennt. Also noch ein Objekt fertigen. Schutzraum. Ein großer Raum aus Beton, mit dem Schutzraum erweitert wird. Das verstehe ich jetzt nicht. Das können wir nicht machen. Wir können noch so ein Wasser... Ah, das ist der Wassertank. Ja, du bist erschöpft. Können wir eigentlich auch die Werkbank schon irgendwie aufrüsten? Ja, mach das mal. Ich würde nämlich lieber ein größeres Regenfass bauen, wenn das denn geht. Und ich würde sau gern schon mal jemand auf irgendeine Expedition schicken, aber ich bin momentan irgendwie noch so sehr hier im Bunker beschäftigt. Kann der Junge eigentlich währenddessen so einen Mob herstellen? Ja.
Ich glaube, ich weiß, was ich eben beim Raum falsch gemacht habe. Den hat man sofort an der Maus und den muss ich hätte ich platzieren müssen, glaube ich einfach. Irgendwie so.